aus dem Weg, du Fleischkloß! Ich hatte einen lausigen Tag und ich bin übelster Laune. Ein fettes Weib war im Laden und sagte, sie hätte Größe 5. Ich schaufelte ihren Huf in einen Schuh. Mein Daumen blieb dabei hinten im Schuh stecken. Die wurde hysterisch, sprang auf und galoppierte im Laden herum und zog mich auf dem Boden hinter sich her. Gott sei Dank fiel ein Stück Butter aus ihrer Tasche und ich konnte mich langsam herauswinden. Womit kann ich dienen? Ich will, dass Sie mir mein Geld zurückgeben. Die Schuhe, die Sie mir verkauft haben, sind für mich genauso nutzlos wie ein Kamm für Sie. Einmal habe ich sie getragen und sie sind sofort an der Seite geplatzt. Wenn ich Ihnen das erklären darf, das ist wie bei einem Aufzug. Es gibt eine 2-Tonnen Gewichtsbeschränkung dafür. Was halten Sie davon, wenn ich die Sohle direkt an Ihre Füße nagle? Es gibt Ihnen mehr Halt beim Schieben des Eiswagens. Sie werden von meinen Anwälten hören. Ist das die Kanzlei von Dickerhoff und Fette? Seamus McBundy, seid ihr fertig mit meinem Pferd? Leider nicht, Ma'am. Ich musste noch Stabilisatoren besorgen, damit die Beine mehr Gewicht tragen können. Ja, und ein Schild, das es um den Hals tragen kann, drauf steht, ich schleppe ein schweres Schwein. Eine fette Frau ist heute in den Laden gekommen und wollte ein paar Schuhe für eine Weihnachtsfeier. Ich habe ihr gesagt, sie soll auf Händen laufen, sich einen Stern in den Arsch stecken und als hässlichste Tanne der Welt gehen. Und so, Miss, Blaup. Miss Blau. Ah, ja, ja, entschuldigen Sie, Ihr Name war zum Teil verdeckt durch ein Fleischkloß. Wie ich schon sagte, ich bin nicht bereit, alles zu nehmen. Nicht so wie Sie an einem Buffet. Entschuldigen Sie, bitte. Raus hier! Eine fette Frau kam heute in den Laden gestellt und sagte, ich suche etwas, in dem ich mich wohlfühle. Und ich sagte, kaufen Sie sich eine Tarnkappe. Wusstet ihr, dass Daddys Krankenschwester eine fette Frau war, die immer in seinen Schuhladen ging? Aber dann plötzlich hörten die Besucher auf, weil sie in dem Laden war und sagte, sie möchte etwas haben, was ihren Fuß schmaler aussehen lässt. Und ich sagte, klemmen Sie ihn zwischen die Arschbacken. Wusstet ihr... Arbeiten Sie mit mir. Immer einziehen. Fest die Krallen einziehen. Wir sind fast drin. Oh. Sehen Sie? Ich habe gesagt, dass ich eine 8 habe. Nein, Ma'am. Achtung müssen Sie rufen, wenn Ihnen der Schuh wieder affenartig vom Fuß schnellt. Also. Sind wir jetzt fertig, ja? Nein, ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Schattierung von Blau steht. Ich sage Ihnen, was wir da tun. Wir stellen Sie vor einen Spiegel. Ich fange an, Sie zu würgen. Und haben wir die Schattierung von Blau erreicht, die für Sie zufriedenstellend ist, rufen Sie Mu und ich höre auf. Jetzt reicht's. Ich werde meine Geschäfte woanders machen. Darf ich die Damentoilette empfehlen? Sieht das etwa wie Pink aus? Ich sagte Pink. Pink, Sie Spitzkopf. Tausendmal Verzeihung, meine kleine Pestbeule. Wenn Sie sich so blöde aufführen, dann arbeiten Sie doch als alter Mummelgreis hier. Wirf doch mal einen kleinen Blick auf den Sitz neben dir, dann weißt du, wie deine Zukunft aussieht. Penelope, wir gehen irgendwo hin, wo man uns mit Respekt behandelt. Versuchen Sie es auf dem Mond, da wiegen Sie auch weniger. Festschrauben! Warte mal einen Augenblick, Peck! Geh jetzt rein, du Verdammter! Dexter, hol das Betäubungsgewehr. Ich fürchte, wir müssen hier operativ tätig werden.
Ma'am, nichts an Ihrem Körper sieht aus wie ein Püppchen. Also gut. Hilfe! Sie ist umgefallen und ich krieg sie nicht wieder runter. Keine Zeit, Peck. Dexter, geht es dir gut? Mit mir ist es vorbei. Erschieß mich. Und sag Laura, ich liebe sie. Ich hole Hilfe. Und du versuch einfach ein Luftloch unter der Lawine zu finden. Ah, nein! Nein! Eine fette Frau kommt heute in den Schuhladen und fragt nach etwas, das sie im Wald tragen kann. Spaßeshalber sage ich, sie soll ein Schild tragen, auf dem steht, nicht schießen, von vorne sehe ich aus wie ein Mensch. Eine Oh mein Gott, ich bin blind! Die sind ja alle fett! Schämen die sich nicht! Was ist los? Es war deine Idee. Was sollen wir jetzt tun, hä? Na ja, wir packen die Löcher wieder zu. Glaubst du ja nicht. Das Baby wird ja immer fetter. Also das verstehe ich nicht. Ich hatte Größe 6, als ich den Aerobic-Kurs anfing. Das Gehüpfe muss meine Füße aufgebläht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie auch mal auf den Arsch gefallen sind. Sie wagen es mir, das einfach so ins Gesicht zu sagen? Sie können es natürlich auch von hinten haben. Da muss ich aber vorher noch mal tanken. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gern ein paar Pumps in meiner Größe. Sehr gern, gnädige Frau, aber der Verein zum Schutz der Schuhe vor menschlicher Grausamkeit verbietet es, sie Ihnen zu verkaufen. Ich wünsche Ihnen, dass zu Weihnachten eine schöne dicke Rute in Ihrem Strumpf steckt. Und ich wünsche Ihnen in Ihrem ein durchschlagendes Abführmittel. So, unsere Weihnachtsfeier fängt gleich an. Setzen Sie Ihre Massen in Bewegung und kugeln Sie Richtung Ausgang. Und immer schön lächeln. Auf beim Hufschlag. Diese Schuhe sind viel zu groß. Ich schwimme ja direkt in denen. Na ja, das würde den Rettungsring unter Ihrem Rock erklären. Ich sollte mich vor Ihnen in Sicherheit bringen. Sie waren bestimmt noch nie Angestellter des Monats, oder? Das stimmt, weil die anderen Fettklöße sich nicht schnell genug in Sicherheit gebracht haben. Hört, ich habe Ihnen gesagt, ich habe Größe 35. Und Sie bringen mir jetzt etwas in Größe 35 oder ich werde die ganze Nacht hier sitzen bleiben. Wenn Sie mich nicht leiden können, dann lassen Sie Ihre Wut gefälligst nicht an diesem unschuldigen Stuhl aus. Ich habe schon genug gelitten unter Typen wie Ihnen. Ich bleibe, bis ich hier anständig bedient werde. Wollen Sie inzwischen ein paar Fleischstücke von einer mittleren Kuh? Von einer mittleren. So zwischen 2,5 Tonnen und Ihnen. Madam, mit dem größten Vergnügen. Machen mich diese Schuhe dick? Seien Sie ganz ehrlich. Nein, diese Schuhe machen Sie fett. Es tut mir leid, ich habe nicht versprochen. Darf ich sagen, Sie sind ein wunderbarer, graziler Fettfleck. Mama, ich habe aber jetzt Hunger. Na, dann hol doch deinen kleinen Imbiss raus. Schon mal was von zuckerfreien Kaugummis gehört? Oh nein, Mama sagt, die hat der Teufel erfunden. Hey, Moment mal, wo wollen Sie hin? Haben Sie denn nicht geöffnet? Tut mir leid, Ma'am, aber im Gegensatz zu Ihrem Mund bleibt der Laden auch mal zu. Ich will auf der Stelle mein Geld zurück. Dieses Paar Schuhe ist schon nach einmal Tragen kaputt gegangen. Können Sie mir vielleicht erklären, wieso? Nun sehen Sie, Ma'am, das ist ein zierlicher Absatz aus Rindsleder mit Korkfüllung. Sie hingegen sind ein Riesenrind mit Speckfüllung. Das wird für Sie noch ein böses Nachspiel haben, denn wie heißt es so schön? Wie man sich bettet, so liegt man. Ich glaube, der Spruch geht anders. Wie man sich fettet, so wiegt man.
Al Bundy, Sie werden des Verbrechens gegen die Dickleibigkeit angeklagt. 1, 2, 3, 4, keine dicken Witze hier. 1, 2, 3, 4, keine dicken Witze hier. 2, 4, 6, 8, bis ihr durch den Boden kracht. Habe ich Ihnen schon gesagt, wie hübsch Sie heute aussehen? Nein. Gut, dann wird mein Hirn noch mit Blut versorgt. Ich will ein Geständnis ablegen. Oh! Ich war einst auch übergewichtig. Ja, das stimmt. Das war am Anfang meiner Pubertät. Schwabbelbauch-Bundy nannten sie mich. Sie klebten mir bunte Zettel an meine Stretchhose mit fiesen Zeichnungen von mir und hängten mir eine Kuhglocke um den Hals. Kinder können ja sowas von grausam sein. Das waren meine Eltern.